So, hi meine lieben Leute, ihr hört schon, der Truck läuft sich schon warm. Teststelle gemacht. Ja, das Ganze soll jetzt so verlaufen, dass es hier parallel ab dem Tor bis zu der Kante geht, wo wir da jetzt weggebaggert haben, und dann hoch parallel zu dem Ausfahrtstor. Genau, so, man muss hier zur passenden Kante, also hier zu dieser Kante, zu der Betonkante müssen 25 cm weg, weil dann Schotter drunter kommt. Ja, und den Schotter Frostschutz, ich glaube es nennt sich Frostschutzkies, das wird abgerüttelt, dann ein Aufbau drunter gemacht und dann kommen Rasengittersteine zum Schluss drauf. Natürlich Gruß und so weiter, damit die auch ordentlich abgerüttelt werden können. Ja, jetzt zeige ich euch mal so ein bisschen, wie ich den Bagger erstmal ein Stück versetze, dass ich weiter hier hinten hinkomme. Oder ich fahre den erstmal ein Stück raus, das weiß ich noch nicht so ganz, weil ich muss noch den Stein da wegkriegen. Aber jetzt nicht so richtig Bock, das Ding dann nochmal umzuhängen und anzuhängen, weil das ist schon immer so ein bisschen Aktion mit der Zapfwelle. Gut, ich nehme euch mit auf jeden Fall. Ich zeige euch ein bisschen was vom Baggern. Wenn der Marcel kommt, der nimmt da mal ein bisschen was auf. Und dann zeige ich euch jetzt nochmal, wie das mit der Hebelsteuerung funktioniert. Ich muss mich erstmal selber ein bisschen einfuchsen. Thank you.
Also jetzt mal kurzer Zwischenstand. Hier sind die ersten Randsteine gesetzt. Hier außen habe ich das alte Pflaster, was hier so untergegraben war, was einfach nur aus so in Erde gelegt war, habe ich auch wieder einfach nur so in Erde gelegt. Das geht hier unten rechts noch weiter. Da unten hat meine Frau schon eine Ecke freigegraben. Da meine Frau nächste Woche Urlaub hat, würde ich schön weiter freigraben, die Steine. Wir haben jetzt hier, gestern haben wir schon einen Anhänger voll weggebracht, jetzt haben wir hier wieder einen Anhänger voll Mutterboden. Den muss ich erstmal wegbringen und dann müssen wir eine Fuhre Schotter holen, um das Ganze hier zu verfüllen. Dann kommt Schotter rein, dann wird das schon mal schön abgerüttelt, schön Frostschutz. Da hinten liegt schon Material. Die Rasengittersteine, die hier rein sollen, da oben haben wir noch 40 Bordsteine liegen. Jetzt ist es so, dass gerade mal wieder ein bisschen das Wetter aufklart, weil wir hatten echt die letzten Tage hier richtig Scheiß und richtig Matsch. Und wenn es halt regnet, dann kann man halt auch diesen Fertigbeton nicht so richtig malen, der wird gar nicht erst trocken. Aber wir machen trotzdem weiter, wir lassen uns nicht unterkriegen vom Wetter. Ist halt scheiße, wenn man Urlaub hat. Also es ist halt scheiße, wenn man Urlaub hat bei Scheißwetter. Du hast ja noch Glück. Nächste Woche soll es wieder besser werden, der hat noch eine Woche Urlaub. Ich muss wieder arbeiten. Nicht schlimm, arbeiten mache ich auch gerne, aber ja, so ein bisschen was haben wir noch zu tun. Allerdings haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Uns stresst ja keiner hier. Und der Atlas-Bagger ist Gold wert. Steuerung habe ich mittlerweile auch raus. Mittlerweile funktioniert es ganz gut. Ja. Ansonsten, das war so der Tag, den wir jetzt heute gemacht haben. Im nächsten Video seht ihr dann wahrscheinlich schon ein bisschen mehr hier Schotter drinne, Ruß drinne und vielleicht liegt hier schon mal die kleine Fläche hier vorne, Rasengitterstein, damit man hier schon mal trockenen Fußes in die Scheune rein und rausgehen kann, weil man sieht's. Es ist echt eklig, was unter den Schuhen hängen bleibt, wenn man einmal durch den blöden Matsch durchgeht. Ja.
Perfekt. Noch ein bisschen da runter kratzen. Nimm's am, ja. Kaffee, Edjo, siehst du, der kann doch gut sein, Schüler. Dann nimm mal den Deckel, halten, Deckel drauf, wie er dran riecht, ist geil. Wenigstens riecht es doch Karamell, ey. Ist da wer? Ja. Kannst du mich umfahren, sehen. Scheiß der Hof. Geil, Sojamilch. Echt geil! Ich bin jetzt nur noch Sojamilch. Guck mal, jetzt ist er erst halb voll der Tank, ey. Ey, nochmal, hätte ich nochmal, hätte ich 25 Euro genommen. Oh, 20! Zack, 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 zack! Trotzdem nur ein 7-Liter Diesel. Komm, läuft! Alter Schügel, hör doch auf, sowas mir zu sagen. Das kann doch nicht noch schlimmer werden als bei euch. So, Energy-Trick oder so, das ist ganz. Ich kann den gar
haben sie, ich dachte, hier unten richtig festgedreht. Ja. Muss man der Wasserpumpe dran anziehen, ne? Ja. Schön. So, einmal knack und dann, oh.